das Beispiel, die Wippe zu üben mit einem Stöckchen. Ich habe es jetzt sauber vorgemacht. Ich zeige dir mal ein typisches Federbild. Das eine hatten wir jetzt schon, alte Gewohnheiten. Ein Federbild ist, dass man nach der ersten Bewegung wieder im Zentrum ist. Wieder hier über den Tretlager und dann noch mal ein bisschen tief geht, um abzuspringen. Da hast du eine Zwischenbewegung drin. Deswegen gibt es eine Methode, die gebe ich dir mal gerne mit, wenn du das Federbild beheben willst. Eine subvokale Methode, du lässt den Teilnehmern was sagen. Und zwar sagst du dem Teilnehmer, hey, du bist nach dem Vorderanlupfen direkt wieder über den Sattel ins Zentrum gekommen. Ich wollte dich aber in einer flüssigen Bewegung nachher haben, von hier nach da, nach da. Deswegen machst du das Ganze normal und sagst dreimal hinten. Und während du da hinten bist, sagst du es dreimal. Du machst dem Teilnehmer vor und dann lässt ihn es auch machen. Er kann es auch vor sich hin murmeln oder für sich denken. Also, hinten, 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 dann nach oben. Dann nur noch zweimal. Hinten, hinten, dann nach oben. Dann nur noch einmal. Hinten, oben. Hinten, oben. Das heißt, die subvokale Methode hilft Ihnen, sich darauf zu konzentrieren, nicht in alte Gewohnheiten zu fallen und wirklich eine Bewegung zu haben, zack, von da hinten wieder hoch und nicht Zwischenbewegungen, zack, zack, was dann verwirrt und nachher den Bunnyhop total erschwert. Ein weiteres Fehlerbild, was du sofort häufig haben wirst, dass die Leute sich direkt groß machen beim Vorderanlupfen, auch wenn sie es in der einzelnen Bewegung jetzt gut gemacht haben, dass sie kleiner bleiben bei der Wippe, machen sie es wieder, Beine sind sofort gestreckt, sie gehen wieder kurz tief, um Schwung zu holen, unnötige Zusatzbewegung. Wenn du jemanden mit dem Fehlerbild hast, dass er immer sofort beim ersten Impuls die Beine streckt, eine mögliche Methode ist, dass du auch wieder die subvokale Methode verwendest und ihm sagst, bitte sag, wenn du einen Lenker geschubst hast, sag dann dreimal klein oder gebeugt oder tief. Lass ihm seine Worte auswählen, was bei ihm halt gut ankommt. Das sähe dann jetzt in dem Beispiel so aus. Und erster Impuls, klein, 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 klein und dann groß. Oder tief, 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 tief und dann nach oben. Wie gesagt, die subvokale Methode zielt darauf ab, dass der Teilnehmer in dem Moment das, was er sagt, auch macht. Und dann nicht nur ein Kontrast ist, er sagt klein, aber hat sich doch direkt groß gemacht. Das hilft auf jeden Fall. Ist eine mögliche Methode, was auch häufig gut funktioniert. Lass es nochmal in Zeitlupe, sag dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin, bitte lass das vor deinem Boden. Spür nochmal die Bewegung, wie du klein bleibst, wenn du den Lenker nach vorne schiebst. Mögliche Methoden zum Umlernen, um Fehlerbilder bei der Wippe zu vermeiden. Jetzt wirst du als Trainer ganz häufig im fortgeschrittenen Bereich haben, entweder Leute, die können schon so ein bisschen Standardhop mit beiden Rädern oder haben schon ein bisschen Bunnyhop geübt. Das willst du in deiner Methodik, die natürlich nur auspacken musst, wenn nötig ist. Also nutzt auch wieder das, was die Teilnehmer bringen. Du musst nicht jedem alles neu beibringen, Schritt für Schritt. Ja, dass du dann den nächsten Schritt machen kannst von Wippe zu Bunnyhop. Du wirst als Trainer beim fortgeschrittenen Level oft dann so sagen, ah, ich übe schon den Bunnyhop. Aber der Übergang von einer sauberen Wippe mit dieser sauberen Bewegung hin zum Bunnyhop, dieses Timing, wie kriege ich denn das hin? Ich möchte gern ein, zwei Methoden geben, wie du das halt den Leuten gut näher bringen kannst. Also, wenn du merkst, jemand hat dann noch eine Baustelle, dass hier diese zweite Bewegung, dieses richtige Springen noch gar nicht so am Start ist, dann hast du es mit ihm trainiert, hast es in der Wippe gemacht und dann liegt das richtig gut. Du merkst, oh yes, es hat gepasst. Alle Puzzlestücke, die Pedalspannung, die Bewegung, die Dynamik, super gut. Und jetzt will er das transferieren. Bisher hat er bei seinen Hops eher nur hochgerissen und hat gar nicht den richtigen Sprung aus den Beinen, das Sprunggefühl hinbekommen. Jetzt willst du ihm das näher bringen. Und eine Methode ist, dass du sagst, Wippe ist gut, jetzt machen wir mal die ganze Bewegung in einem geringeren Bewegungsumfang. Du kannst zum Beispiel die Mini-Wippe nennen. Also lässt den Teilnehmer die Mini-Wippe machen, statt der ganzen Wippe. Nur eine ganz kleine Mini-Wippe. Und durch diesen geringeren Bewegungsumfang geht auch der Umstieg auf mehr Dynamik, schnelleres Timing einfacher. Aus Mini-Wippe wird Mini-Hop. Mini-Wippe zu Mini-Hop. Ja, anstatt jetzt gerade diese komplette Bewegung mit dem ganzen Umfang maximal zu haben, kannst du dem Teilnehmer helfen, dass er dieses Timing aus zack, zack, hin zu zack, zack besser lernen kann, besser üben kann. Die Hauptaufgabe bleibt ja bei ihm zu Hause, das weiter zu üben. Dann wieder die subvokale Methode. Du kannst dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin auch sagen, gib dem mal selber ein Timing vor mit Kommando hopp, hopp oder zack, zack und sag das laut für dich oder leise. Das kann auch helfen. Also,
hopp, 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 hopp. Ja, und gib ihm die Zeit, sag ihm, okay, heute vielleicht nicht, üb das weiter zu Hause, üb das mit Schemaschonern, üb jeden Tag mal 10 Minuten. Gib den Teilnehmer nicht das Versprechen, wir lernen jetzt den Bunnyhop im Kurs, sondern wir lernen, wie wir es lernen. Wir gucken, wo die Bestandsaufnahme ist, wo die Puzzlestücke sind. Und dann könnt ihr wirklich den Leuten richtig helfen. Du kannst ihm Aha-Effekte geben in den einzelnen Bewegungen oder beim Zusammensetzen mit der Dynamik. Abschließend kannst du ihm natürlich noch mitgeben, Hindernisse steigern. Ob du jetzt im Kurs wirklich den Bunnyhop über den Stock machen lässt, ist eine andere Frage. Das kann wieder mehr dazu führen, dass die Teilnehmer einfach nur ihre alte Hop-Bewegung irgendwie abrufen und noch nicht das neu, frisch, gerade was man gerade übt, mit einzupacken, mit mehr Sprungkraft. Ich hoffe, ich konnte dich weiter inspirieren für das Thema Hindernisse und achte auf das Wie kannst du das machen und wie machen das die Teilnehmer technisch, wie machst du das methodisch und nicht das Ob schaffen die es über den kleinen Baumstamm rüber und irgendwie. Das wäre mit einer anderen Zielsetzung auch möglich, aber du willst ihnen ja alle Optionen offen halten beim sich weiterentwickeln.